Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde City Skylines hier auf meinem Kanal. Freue mich, dass ihr wieder reinschaltet und auch sehen wollt, was hier passiert. Ja, bei mir passiert wieder, dass ich geschickterweise, weil es einfach zu warm ist, glaube ich, gerade eben wieder nicht auf Aufnahme geklickt habe und hier einen Tunnel drunter gebaut habe. Also der Tunnel startet hier und kommt hier wieder raus. Einfach nur in der Hoffnung, weil ich einmal mir den Verkehr hier noch angeguckt habe und wir irgendwie Leute von dieser Strecke wegkriegen müssen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber eigentlich steht hier praktisch so gut wie alles. Das muss man sich eingestehen, ne? Also hier ist Stau vorprogrammiert. Aber es wohnen halt auch ganz, ganz viele Menschen hier auf engstem Raum und es arbeiten ganz, ganz viele Menschen hier. Also eigentlich finde ich, ja, für eine Einwohnerzahl von 80.000 geht es schlimmer. Wir haben noch neue Gebäude. Achso, den Flughafen, ja, den Frachtflughafen. Ich weiß auch nicht, ob wir Leute tatsächlich dazu bewegen, zu fliegen. Wenn wir jetzt hier mal ein Flugzeug hinsetzen, weil so groß ist unsere Map jetzt ja auch nicht, ehrlich gesagt, ne? Wollt ihr noch hier ran? Das ist ein bisschen näher an der U-Bahn. Bisschen Lärmbelästigung. Aber guck mal, eine Welle der Begeisterung zieht sich hier durch dieses Teilstück. Und da hier der Tunnel ist der neue, würde ich auch eigentlich gerne hier irgendwie zwischenkommen, aber das wird nix. Vielleicht hier noch irgendwo. Die Leute fliegen. Ein kleines Stück. Für die Geschäftsleute, ne? Dann lass uns doch mal hier wieder so eine doppelte Straße, weil wir haben doch jetzt, das gehört jetzt ja uns. Alter, was ist hier denn los? Hier steht auch alles. Oh nee, es ist nicht dadurch die ganze Station kaputt gegangen oder was? Echt jetzt? Wie viele Busse sind denn hier bitte? Was ist? Ach so, ist das irgendwo ein Depot denn hier? Oder müssen wir einfach nochmal tatsächlich irgendwo anders anschließen? Irgendwas ist hier nicht so gut. Das sehen wir. Aber ich wollte jetzt hier noch einen Flughafen hinbauen. Knapp vorbei. Reicht noch nicht. Wir müssen dieses eine Stück Straße noch ein bisschen verlängern. Das sollte reichen für einen Flughafen. Passt nicht, weil Gefälle zu steil. Wieso das denn? An sich sieht das doch ziemlich. Die Haltestelle braucht kein Mensch. Was wir hier schon mal machen können, ist hier rüber gehen, ne? Richtung Landwirtschaft. Hier fahren wir praktisch nur dran vorbei. Ich weiß nicht, ob wir hier auch irgendwo anschließen können. Sieht irgendwie nicht so aus. Hier mit Ampeln. Sollen wir die mal hier wegnehmen? Verstehe ich nicht. Fälle zu steil, dann müssen wir da echt noch irgendwie erst ebnen oder was? Wände glätten. Boah, ich hasse es.
Und das auch nicht. Oh Gott. Einmal geklickt, zack, warum auch immer denn zu Boden geht. Erdeverfügbarkeit, aber wenn wir eine gewisse Erdeverfügbarkeit, also was müssen wir irgendwo anders Erde abtragen oder wie? Ich weiß gar nicht. Ja, wichtig ist eigentlich, dass wir hier eine Höhe scheinbar haben. Weil den muss ich doch auch irgendwie größer machen können, oder? Ich weiß nicht wie. Boah. Da ist noch nicht mal Strom drauf und hier fliegen schon Flugzeuge. So geht's nicht. Wasser fehlt auch. Dann braucht die ganze Startbahn hier Wasser. Aber Routen oder so braucht man nicht, oder sehe ich das jetzt falsch? Das ist auch cool für die Autofahrer hier. Schönes Erlebnis auf jeden Fall. Nice. Aber sowas wie eine Route brauchen wir dann scheinbar nicht. Also das ist bei Flugzeugen jetzt nicht. Die fliegen dann wahrscheinlich außerhalb. Keine Ahnung. Unser neuer Tunnel wird angenommen. Wir sehen, mittlerweile fahren echt viele Leute hier durch. Das kann doch sich nur positiv auf den Gesamtverkehr in der Mitte auswirken. Ne? Ein gestickteres U-Bahn-Netz wird sich wahrscheinlich auch positiv auswirken. Ah, hier ist es besser geworden dadurch, durch den Tunnel. Da haben wir einen Tunnel, der da längs geht. Hier haben wir kleinere Tunnel. Hier haben wir eher die Versorgungsgeschichten. Hier fehlt Wasser. Weltraumradar, dem fehlt Wasser. Versuchen wir, ich denke gerade, dass wir von hier auch noch einen Tunnel bauen könnten, der denn von denen hier mit anschließt. Oder können wir Tunnel auch miteinander verbinden? Ja, müsste ja gehen, oder? Das würde mich mal interessieren. So, dicke Straße, aber dann gleich weiter runter. Und dem hier. Dem. Weil das wäre natürlich mega, wenn man so unter der ganzen Stadt ein richtiges System baut an Straßen und so weiter und so fort. Das würde natürlich echt für Entlastung sorgen. Ah, hier ist jetzt richtig was los. Und die Leute kommen nicht so gut hier weg, aber es scheint trotzdem zu funktionieren. Die Gewerbegebiet-Nachfrage explodiert auch schon wieder. Manchmal sollte man meinen, dass man immer nur ganz viele kleine, komische, autarke Bereiche bauen sollte, die mit den anderen gar nicht verbunden sind. Dann kann man solche Verkehrsprobleme, wie die, wie ich aktuell habe, gar nicht erst bekommen.
So, komplett neuer Tunnel, der wird natürlich noch, ist er nicht angenommen, aber wenn, dann dürfte es, denke ich, was bringen. Da ist schon so eine Verbindung nach drüben. Der hier geht raus. Hier ist auch echt viel los. Was ist denn noch? Das ist ein großes Recycling-Center. Ich kann jetzt einfach hier ranklatschen irgendwo. Auch noch Wasser. Vielleicht auch Strom. Weil meine Überlegung auch, dass wir diesen Tunnel hier nochmal bauen. Hier geht es dann runter. Wir haben hier zwar eine U-Bahn-Linie, aber dann können wir doch irgendwie trotzdem hier nochmal tiefer gehen einfach. Ich weiß nicht, wie tief wir gehen können. Wenn die Leute es nicht stört, ist es auch hervorragend. Dann schließen wir hier einfach an. Müsste hoffentlich in der Höhe passen. Weil hier ist zu viel los. Wir müssen da irgendwie müssen wir unter der Erde ein paar Leute wegkriegen. Damit die hier gar nicht erst durchfahren durch dieses ganze Gewirr. Jetzt noch was durchbauen, das könnte mehr Probleme führen, weil wir dann hier wieder einen extra Stock drin haben, eine Stoppung. Aber weiß nicht, ich glaube dadurch, dass wir jetzt ein paar mehr Möglichkeiten geschaffen haben, wir sehen, die ersten Fahrzeuge fahren hier schon durch. Ja, wichtig ist halt, diesen Knotenpunkt kriegen wir so nicht raus, ne? Hier könnte man einen Tunnel anbauen, der dann hier irgendwo wieder rauskommt. Da müssen die alle Leute nicht hier durchfahren. Ja, schwierig. Also Musterlösung habe ich nicht so parat hier, die Leute. Schreibt sie gerne rein in die Kommentare, wenn ihr sagt, ah, das, das und das und dann sieht das alles wieder gut aus. Oder sagt ihr auch, ah, das passt schon. Lebt damit, du hast 83.000 Einwohner, das passt schon, konzentriert lieber auf weiteren Ausbau. Wir müssen uns nämlich noch verdoppeln, kann man sagen. Also das, was wir jetzt haben, noch zweimal. Oder dreifacher. Doppeln. Oben ist da, Wasser geht noch. Wir haben hier oben gekauft, das ist vielleicht nicht die geschickteste Entscheidung gewesen, aber ich denke, bei 100.000 oder so haben wir bestimmt die nächste Stufe, ne? Megalopolis. Bei 90.000 erreicht die Bevölkerung 90.000. Schaltet frei. Neue Gebiete ohne Ende Land. Und Frachtflughafen Knoten. Okay. Ja, das andere schaffen wir schon. Also bis wir bei 260.000 angekommen sind, haben auf jeden Fall so viele Leute hier schon gewohnt. Also das mal Fakt. Sieht auch schon wieder aus hier. Ja. Ist hammerwarm. Gefühlt 30 Grad. Gefühlt für euch 30 Grad albern, für uns Norddeutsche 30 Grad viel. So. Und das ist auch jetzt mittlerweile, ist das 11 Uhr und es ist draußen immer noch so warm. So, jetzt haben wir dieses Teil mal angeschlossen. Asteroid, achso, das war für das, das ist auch Katastrophenschutz. Naja, Katastrophen haben wir ja irgendwie nicht mehr. Also wenn wir es abgeschaltet hätten, verstehe ich gar nicht. Habe ich nicht. Kann man eine Evakuierungsübung oder so machen. Naja, haben sie auch der Flughafen funktioniert. Das ist auch richtig reger Betrieb. Guck mal, hier kommt einer nach dem nächsten. 250 Passagiere. Boah, was? Pass mal ein bisschen auf hier. Große Flugzeuge auch. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Ende der heutigen Folge, Leute. Danke fürs Zuschauen.
Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne Kommentare, Tipps zum Thema Straßenverkehr da. U-Bahn soll sich neu bauen, mehr Züge bauen, einfach so lassen, noch mehr Tunnel bauen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man sollte sowas generell geschickter planen. Wenn wir das auch alles demnächst mal upgraden auf dicht bewohntes Gebiet, damit wir hier auch nochmal den Verkehr zum Erliegen bringen. Oder sollen wir uns einfach darauf spezialisieren, nur schwach besiedeltes Gebiet, aber dann kommen wir nie auf die Einwohnerzahlen. Naja, schaffen wir nicht, das macht keinen Sinn. So, egal. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.